know it's true. Ooh, I love you. And this is true. Darf ich vorstellen, Lisa. Sie hat keinen Bock auf Schule, keinen Bock auf Zuhause, keinen Bock auf Verhütung. Lisa beweist, wir sind eine Sendung mit Vorbildcharakter. So nicht. Helmut, stimmt es? Ist es inzwischen so, dass du darüber nachdenkst, deine Tochter ins Heim zu stecken? Ja. Warum willst du sie? Weil sie nicht zur Schule geht, weil sie faul ist und aufsässig ist, weil sie jetzt eine Freundschaft hat mit jemand, wo ich absolut nicht mit einverstanden bin. Wer ist denn der jemand? Ihr Freund, ihr neuer Freund. Wie heißt er? Marcel. Marcel. Deine Tochter heißt? Lisa. Lisa. Lisa, du bist gerade mal 15 Jahre alt. Ja. Aber benimmst dich schon ganz schön herbe, wie ich finde, ne? Ja. Gehst du zur Schule? Nein. Seit wann nicht mehr? Oh, seit... 29.10. Wieso hast du aufgehört? Ich habe keinen Bock mehr gehabt. Du lebst ja bei ihr, ne? Ja. Wie findest du das Leben dort? Ja, ich finde es gut. Eine Frage, ist Lisa bei dir willkommen? Nein, wieso? Von mir aus nicht. Aber warum wohnt sie denn bei dir, wenn du sie nicht in deinem Haus haben willst? Du Marcel. Hallo Marcel. Hallo. Was machst du? Berufsschule. Okay. Was willst du mal werden? Maler und Lackierer. Maler und Lackierer. Okay, wie findest du, dass es deine Freundin gerade gar nichts macht? Ja, ich finde das nicht gut, sie sollte schon zur Schule gehen. Aha. Dazu habe ich noch gehört, dass deine Freundin bei euch wohnt, dass aber deine Mutter überhaupt nicht glücklich mit der Situation ist. Ja, das weiß ich. Andere Frage, möchtest du überhaupt, dass Marcel noch bei euch wohnt? Wenn er sie von Lisa trennt, ja. Aber das ist deine Forderung, ja. Was sagst du dazu, Marcel? Das ist genau das, was ich wollte. Was? Von meiner Mutter weg. Von deiner Mutter weg? Ja. Aha, okay. Heißt, du trennst dich nicht von deiner Freundin? Nee. Das habe ich jetzt auch nicht wirklich erwartet. Wäre dir das auch lieb, Helmut, wenn sie sich trennen würden? Ja. Warum? Sie ist total verändert seit der Zeit, wo die dich kennen. Aha. Ne, früher hatte ich noch ein bisschen Einfluss, aber jetzt kann ich reden. Da passiert nichts. Hast du manchmal Angst, dass sie dich zu früh zum Opa machen könnte? Ja, das sowieso. Wie ist es zum Thema Verhütung überhaupt? Verhütet? Gar nicht. Ihr verhütet nicht? Ja. Da kann ich ja mit der Wand reden. Wie oft habe ich schon gesagt, wegen Verhütung? Beide. Wünscht ihr euch ein Kind? Nicht wirklich. Du bist ja noch jung, aber du weißt ja schon, ne, was passiert, wenn man ohne Verhütung mit jemandem spricht. Ja, Pille kann sie ja nehmen. Habe ich auch zu ihr gesagt, aber ich nehme kein Kondom. Okay, nimmst du die Pille? Ich habe sie mal genommen, aber... Denn nicht mehr das, weiß nicht, davon habe ich Magenschmerzen zu bekommen. Ach so. Irgendwie. Bist du überfällig? Ja. Oh. Wie viel denn? Wie lange schon? Eine Woche oder so. Ist aber auch noch nicht so ganz regelmäßig. Du bist ja so jung, du hast deine Tage ja wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig lang. Das war gar nicht so suffisant gemeint, wie es geklungen hat übrigens. Das war ganz ernst gemeint in dem Fall. Du bist 15 Jahre? Du bist ebenfalls 15? Ja. Ihr habt Sex, ungeschützt. Und wir gucken mal, ob bei dem Schwangerschaftstest, den wir gemacht haben vor der Sendung, was rausgekommen ist. Was passiert, wenn Lisa schwanger ist? Du kannst deine Sachen dann sofort packen. Wenn sie schwanger sein sollte? Auch so. Helmut? Sitze da hin und lach. Das Stück ist. Helmut, was passiert, wenn sie schwanger sein sollte? Das beeinflusst meine Entscheidung nicht. Sie geht in betreutes Wohnen. Betreutes Wohnen. Ganz einfach. Die Frage ist nur, geht sie in ein betreutes, normales Wohnen für Jugendliche oder geht sie in ein Mutter-Kind-Heim zukünftig? Wir haben dich getestet und du bist... schwanger. Das arme Kind! Marcel, herzlichen Glückwunsch, du bist Vater. Was jetzt? Was jetzt? Nichts, abtreiben tue ich nicht, weil ich töte kein Kind. Marcel, was sagst du dazu? Gar nichts mehr sagen. Lisa, wenn ich dich so beobachte gerade, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da sehe in deinem Gesicht. Bist du glücklich? Bist du
ja, nicht so. Erschrocken? Ja. Alles, ist ein bisschen viel auf einmal, ne? Ich sehe das. Also man merkt richtig, dass du total überwältigt von der ganzen Sache gerade bist. Lass dich beraten, okay? Versprichst du mir das wenigstens? Ja. Detlef schwillt der Kamm. Seine Kumpels schulden ihm nicht nur Geld für das tägliche Bier, sondern auch seine, aufgepasst, Lieblingsbratpfanne. Mensch, Leute, das kann man doch vernünftig regeln. So, und jetzt was in privater Sache. Wer hat eigentlich meine Nagelfeile geklaut? Du bist hierher gekommen und du hast uns gesagt, ich bin sauer auf ehemalige Freunde, und zwar auf den Gerold und den Lothar. Wieso bist du so sauer auf die beiden? Weil beide mir noch Geld schulden. Wie viel schulden die dir denn? Von dem bekomme ich 347 Euro. Und 38 Cent. Genau. Das ist einmal 12,08 Euro für Lebensmittel, 18,43 für eine Bratpfanne, ist das richtig? Ja. Ja? Benzingeld und so. Hier sind die beiden, herzlich willkommen. Guck mal, da können wir die Pfanne schon wieder abziehen bei Gerold. Bleiben wir mal bei der Bratpfanne. Ja? Nee, so, wir kriegen eine nagelneue wieder. Ich habe eine nagelneue gekauft und keine gebrauchte. Warum kriegst du denn von Lothar noch so viel Geld? Der hat sich bei mir Geld geliehen. Da hast du dir was schuldet, das habe ich nicht bestritten. Aber wie viel schuldest du denn genau, Lothar? Ich habe genau 149 Euro unterschrieben. Und auf sein schönen Buch, was da drin steht, stehen nämlich fast 360 drauf. Pass mal auf, ich habe 100 Euro. Wenn ich das Buch kriege und die Schulden weg sind, dann lässt du die Jungs in Ruhe. 100 reicht, oder? Ja. Klar. Die Ehefrau sagt auch ja, 100 reicht, oder? Ja, ja, die gut. Muss ja sagen. Deine Frau sagt ja, also. Wer hat denn bei euch die Hosen an? Du? Ja. Er? Ja? Ja, Detlef. 100 Euro, du lässt mir meine... Ich bin geschlagen. Okay, du lässt mir meine zwei Freunde in Ruhe. Kriegst 100 Euro. Die Pfanne gehört übrigens mir. Niklas ist so ein Glückspilz. Er hat beim Chatten einen Volltreffer gelandet. Seine Cybermaus ist eine Kandidatin von Germany's Next Top Model. Das ist die Wahrheit. Niklas, in wen hast denn du dich verliebt? In dich. Nein. Nein. Das schmeichelt mir jetzt aber sehr, aber das gibt ja eine Nebenbuhlerin für mich, genau. Ja? Genau. Können wir hingehen nachher? Nein! Nein, im Ernst jetzt. Nein, okay. In die Nadine. Wie sieht sie denn aus? Blonde Haare, dünn. Ja. Blonde Haare, schlank? Schlank. Was? Augenfarbe? Ich glaube, blau. Hübsches Gesicht. Ich bin nicht so farblich, muss ich dazu sagen. Mach nichts. Hat sie... Ich wiederhole. Nadine ist also groß, blond und schlank. Ich gehe davon aus, dass sie unserem Niklas per E-Mail ein Foto geschickt hat. Muss wohl schon etwas älter gewesen sein. Denn darf ich vorstellen, das ist Nadine. Na, wenn diese erste Begegnung mal kein Knaller wird. Schlank soll sie sein. Blond soll sie sein. Sehr hübsch. Sehr sexy. Sie heißt Nadine, das wissen wir mit Bestimmtheit. Und über den Rest machen wir uns unser eigenes Bild. Herzlich willkommen, Nadine. Ich bin so unheimlich, unheimlich sexy. Ich bin so unheimlich, unglaublich schön. Hallo, Nadine. Hallo. Hi. Hast du eine Ahnung, warum du heute hier bist? Ich werde überrascht. Du sollst deine Überraschung erleben, kennenlernen, sehen. Da ist eine kleine Markierung. Ja, ich sehe es. Okay, ich gebe dir jetzt mal diese Fernbedienung. Da ist ein Knöpfchen. Damit kannst du selber bestimmen, wann das Tor hochgehen soll oder ob du es doch unten lässt. Obwohl, ich glaube, das ist eine schöne Überraschung. Ja. Insofern, ja, aber es kann natürlich auch sein, dass dir das nicht gefällt. Und genau weil wissen tut man es nicht. Es ist alles dann wieder gehen. Darf ich dann wieder gehen? Hier kann jeder gehen. Festgenagelt wird hier keiner. Okay. Ja, also guck dir aber deine Überraschung meines Erachtens noch ruhig mal an. Ich glaube, das lohnt sich. Okay. Ja? Ja. Okay. Okay.
Aus der Nummer kommt jetzt unser Chat-Hase nicht mehr raus. Umdrehen und wegrennen geht ja schließlich schlecht. Hier mein Vorschlag. Ey, du! Tu einfach so, als wär nix und zieh deine einstudierte Liebeserklärung einfach durch. Immer schön souverän bleiben. Ja, ich hab dich. Ja, wir haben ja ganz gut telefoniert miteinander. Voll gut verstanden eigentlich. Ich wollte ganz sagen, dass ich ganz süß finde eigentlich. Ich kann ihn gerade nicht einordnen. Was? Wie geil ist das denn jetzt? Für alle, die es nicht mitbekommen haben, sie hat keine Ahnung, wer da steht. Das ist Niklas. Ah! Sagt ihr das gar nicht? Doch, sagt mir was. Habt ihr euch denn nicht Fotos? Ihr habt euch doch Fotos gezeigt. Doch. Und erkennst du ihn nicht? Doch, doch, jetzt, wo ich den Namen gehört habe, ja. Und freust du dich gar nicht? Weiß gerade noch nicht. Wirkt ja jetzt nicht gerade wie die super Treffer. Niklas. Ja, ich habe ein anderes Bild gesehen irgendwie. Du hast ein anderes Bild irgendwie gesehen? Irgendwie schon. Das heißt, du hast sie dir so gar nicht. Also du bist ja ganz nett und so, aber weiß nicht. Okay, dann würde ich sagen, geht ihr einfach wieder nach Hause. Ich hoffe, ihr habt trotzdem eure Freude bei mir hier gehabt. Genießt ein bisschen den Aufenthalt hier in Hamburg. Ja, ich wohne ja eh hier. Okay, ihr seid beide aus Hamburg ja. Sogar, ne? Ja. Na super. Na, dann war es ja auch nicht so ein riesiger Aufwand in dem Fall. Tolga hat sich freiwillig den Stecker aus dem Gehirn gezogen und pöbelt seitdem heftig gegen Lesben. Nur hat er dabei die Rechnung ohne Melanie, Staplerfahrerin aus Oberhausen, gemacht. Kommst du einfach rein, sagst du, ja, Männer sind Schweine, ja, ich muss so. Kochen, ja. Weißt du, wenn ich schon so reinkomme wie du, ne? So eine große Schnauze haben, und weißt du, in der Hose hast du dann so, und wenn es einmal rein, einmal raus, so ein und das Teil, war's dann, ne? Ja, 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 jawohl. Was ist los? Ich schiebst dir eine Banane rein. Ich mach mit. Ich zieh mir eine Banane rein. Ey, Freund. Ja, klar, du befrischst es selber. Bleib mal ganz ruhig, ja? Sonst knallt's hier. Sonst nein, echt. Nein, knallt. Bleib ganz ruhig. Aber ich finde irgendwie Lesben nicht gut. Weißt du, ekelhaft. Komm, ich rein. Du siehst ja so an, ja, du kommst da rein. Die steht da nur und hört hier draußen, ich bin eine Lesbe. Ey. Mein Gott, ich wollte hängen, ehrlich. Melanie, schönen guten Tag. Ja. Das ist eine Frau, ja? Was? Immer, was willst du denn? Wenn ich dich hier reden höre, man kriegt so eine Krawatte, ja, ehrlich, wa? So, nee, das ist doch mal gar nicht, wa? Auf der Straße, weißt du? Was willst du denn eigentlich von mir? Ey, so was... Ey, ich hab keine Worte, ehrlich, wa? Ich bin... Ja, das war's, habt ihr Schlucken hier, weißt du? Ich kann ja nicht meine Nocken, ehrlich, wa? Wenn ich dich rede, ehrlich, wa? Ich würd da, ey... Ja, komm, wa? Ich werd verrückt hier, Mann, mein Gott. Ja, geh doch raus, geh! Ja, geh du doch raus, ey. Du wirst doch verrückt. Wer bist du denn? Ich glaube eher, sie kann es mir besser besorgen, als du es jemals sagen. Ja, was machst du denn? Mit Banane oder was? Was ist der Andreas dann? Mit Banane, Andreas, guck mal. Aber zu dir möchte ich mal was sagen. Durch dich kann man ja nur lesbisch werden, wie du dich hier aufführst. Meinst du? Meinst du ehrlich? Ja, das meine ich. Guck dich doch mal, wie du aussiehst. Ja, bitte, komm. Wenn ich so wäre, würde ich jeden Morgen, wenn ich mich im Spiegel sehen würde, ich würde so aussehen wie du, würde ich jeden Morgen kotzen. Sei mal stolz, dass es so mal ausruft. Ich wär's doch selber, ne? Tu mal dich erst mal, ne? Und anschließend Durchfall. Kommst du rein, lesbisch, 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 lesbisch. Nur Banane. Wilfried kann es nicht fassen. Sein ganzes Leben war er der Meinung, zeugungsunfähig zu sein. Nun ist er trotzdem Papa geworden. Toll! Eigentlich doch ein Grund zur Freude. Oder? Es geht heute um dein Kind. Du bist mit stolzen 58 vor 6 Wochen noch mal Papa geworden. Ja. Nicht noch mal Papa geworden. Ich bin mein ganzes Leben noch nie Papa geworden. Aber du bist Papa geworden. Ich bin jetzt auf immer Papa geworden. Ja, zum ersten Mal. Er hat sich Zeit gelassen. Ich hatte. Ja, aber genau da setzt auch das Problem an. Das ist das Problem, ja. Meine vorletzte Beziehung, die ging 18 Jahre und ich hatte mir auch eigentlich schon immer mal ein eigenes Kind gewünscht. Aber es hat nie geklappt. Obwohl ihr nicht verhütet habt all die Jahre? Nie, weder ich noch sie.
Da geht man, ich glaube, dann kann man davon ausgehen, dass einer der Partner unfruchtbar ist. So, da war ich immer der Meinung, dass ich zeugungsunfähig bin. Okay. Hab dann vor 8 Jahren meine Heike kennengelernt. Deine Olle? Meine Heike. Ach so, ich habe verstanden. Ich habe verstanden, meine Alte kennengelernt. Nein, ich wollte gerade sagen, das ist aber sehr salopp. Um Gottes Willen. Nee, meine Heike kennengelernt. Heike. Und mit der bin ich jetzt 5 Jahre verheiratet. Und für immer im Frühjahr, voriges Jahr, kommt die an und sagt zu mir, ich bin schwanger. Meine erste Frage war, von wem? War logischerweise. Die erste Frage ist gewesen, von wem? Was hat sie geantwortet? Ja, wie du meinst, vom Gärtner, oder? Du warst so eine Makro von dir natürlich und so, wa? Packen wir es an, hier ist Heike. Er sagt ja, er glaubt, es ist nicht von ihm. Er spinnt. Hast du denn einen anderen gehabt? Nein. Auch nicht auf der Arbeit, beim Wischen, wie er es ja annimmt. Ja. Was soll da denn jetzt passiert ja, sein? Ja, beim Sauermachen, ihr bückt dann. Er war, er ist es nicht. Und dann ist kurz mal einer vorbeigekommen. Ja, also das so, ist ja so ungefähr. Männerfantasie, ja, oder? Ja, wie ja schon immer gesagt, doch. Ich meine, fairerweise muss man sagen, ich kann es ein Stück weit verstehen. Er ist, jetzt sei bitte nicht böse, er ist ja nicht mehr taufrisch. Ja, er hat viele, viele, viele Jahre. Ja, nein, aber du bist ja nicht mehr im besten Zeugungsalter, würde man annehmen, mit 58. Ja. Er hat viele Jahre verhütungsfrei probiert, Kinder zu kriegen, hat auch nicht geklappt. Es ist ja nicht so ganz abwegig, muss man fairerweise sagen. Trotzdem, wenn du reinen Gewissens bist, dann dürfte dich das ziemlich verletzen, diese Unterstellung. Ja, deswegen bin ich froh, dass ihr hergekommen seid. Wir klären es einfach, damit ihr wisst, was Sache ist. Getestet wurden Wilfried und Sohnemann Paul, sofern es denn dein Sohn ist. Die Analyse des uns übersandten genetischen Materials und die wissenschaftliche Auswertung hat ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit einer Vaterschaft den Berechnungen zufolge. Es ändert sich aber nichts, egal was kommt. Nee, bei mir nicht. Die Wahrscheinlichkeit einer Vaterschaft liegt den Berechnungen zufolge bei 99,994. Hier kommt beim Sex nicht so richtig in Gang. Und wenn doch, dann dauert es halt nicht lang. Sex an ausgefallenen Orten, ja, das ist auch nicht so sein Fall. Aber sonst, hey, sonst ist dein Sexleben total super. Nach ein paar Wochen fing sie dann damit an, dass sie andauernd die Stellung wechseln wollte. Ja, aber Marvin, ich meine, es gibt fast an die 500 Stellungen. Ich habe keine Lust, mich immer nur auf 2, 3 zu beschränken. Das ist absolut langweilig. Wenn man mit dir geschlafen hat, weiß man nach 2 Minuten nicht mehr, wo oben und unten ist. Was hast du denn letztens gemacht? Ein Kissen hast du mir ins Gesicht gedrückt. Ich wäre fast krepiert. Nein, das wärst du nicht. Aber hast du dich schon mal gefragt, warum ich das gemacht habe? Nein. Weil du andauernd schreist beim Sex. Du brüllst nonstop, wirklich. Ja, ich bitte dich. Ich sag mal, beim Sex, da kann man nicht ruhig sein. Ja, ich finde, ich kann mich da auch nicht fallen lassen, wenn du da schreist, als ob ich dich verkloppen würde. Vor allem, sie trägt jetzt neuerdings auch Porno-Unterwäsche. Ich habe da jetzt mal welche mitgebracht. Sag mal, tickst du noch gescheit? Warum bringst du meine Unterwäsche mit? Ja, auf Mallorca hat es dich auch nicht gestört. Da bist du damit auch rumgelaufen. Also hier zum Beispiel so ein Korsett, das trägt sie neuerdings. Marvin, das ist wirklich eine Frechheit. Und ich finde, du siehst damit aus wie Christina Aguilera für Arme. Du hast doch keine Ahnung. Und vor allem mittlerweile ist es ja jetzt nicht mehr nur die Stellung, sondern es sind auch immer verschiedene Orte. Sie will mal in der Badewanne Sex haben. Da ist mir das echt zu eng und zu glitschig, muss ich sagen. Das macht da auch nicht wirklich Spaß. Du bist absolut prüde und überhaupt nicht flexibel. Also nach ganz vielen Stellungen ist es dann richtig schön? Ja, doch, eigentlich schon. Doch, sicher. Und wo sie auch letztendlich die Befriedigung im Orgasmus haben? Ja. Also ich meine, ja. wo sich's richtig gut anfühlt. Mhm. Ja, aber eins kannst du mir glauben, wenn du einen Orgasmus hast, dann merkst du das auch, Linda. Ich habe mir sowieso manchmal vorgestellt, dass du das, wenn du so laut schreist, das hört sich echt so gespielt an. Ein Orgasmus geschieht. Man kann ihn nicht erzwingen, nach dem Motto, kommst du jetzt, machst du. So geht es nicht. Es ist Ihnen unangenehm, ne? Ja, sicherlich. Können Sie ihr irgendwie helfen? Ich kann sie in den Arm nehmen. Ja, das finde ich eine wunderbare Idee.